Hallo, willkommen zum RAMShop24 YouTube-Channel. Heute möchte ich euch eine Neuerung zeigen, und zwar ist es ein Anbauteil für die HK416 von Umarex im Kaliber 43, die wir bei uns im Shop haben. In einem anderen Video, wo ich die vorgestellt habe, hatte ich euch auch schon mal diesen Schubschaft gezeigt an der TM4, also an der normalen. Und da war die ganze Zeit halt das Hin und Her mit dem Lieferanten und so weiter, weil da sehr viel angepasst werden musste und einiges umgebaut werden musste, damit das Ganze sauber an die HK416 passt. Jetzt sind wir aber endlich fertig, haben auch schon die ersten Hinterschäfte, also Schubschäfte ab Lager. Und das Ganze ist jetzt also wirklich Plug and Play und passt ohne jeglichen großen Aufwand an die Waffe ran. Ich zeige euch auch gleich mal, wie das geht. Erstmal zeige ich mal kurz den Lieferumfang. Und zwar kommt hier einmal der Schubschaft mit zwei Hinterschaftkappen. Da ist einmal eine kleine und eine große dabei, so wie beim Original auch. Die sind in so einem harten Kunststoff oder sowas, irgend so ein Polymerkunststoff, der extrem bruchfest ist. Also sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Ansonsten, der Schubschaft ist komplett aus Metall. Also auch die Stangen, die ganzen Adapter und Schrauben und so weiter, Gelenke, das ist alles hier alles aus Metall. Und dann habt ihr hier eine Backplate, die dran muss, und zwar ist die wichtig, die müsst ihr austauschen bei der HK416. Das ist auch so ein Problem, die muss halt eine spezielle Form haben, damit sie auf die HK416 passt, damit ihr hier diese Führungsstützen habt für diese Stangen hier von dem Schubschaft. Dann sind noch ein paar Aufkleber dabei von Solid Core. So, jetzt zeige ich euch mal den Schubschaft, wie der aussieht von der Seite. Mal gucken, so sieht man eigentlich ganz gut. Ist also sehr hochwertig verarbeitet, wie ich schon gesagt habe, funktioniert 100% wie das Original, ist also kein Unterschied, auch optisch ist eigentlich fast kein Unterschied zu sehen. Und ansonsten kann natürlich hier unten mit Hilfe dieser beiden Klemmen, die man drücken kann, kann man den dann rausziehen. Das geht jetzt, wenn die neu sind, immer extrem schwer und auch wenn die nicht verbaut sind. Ich zeige das gleich nochmal im verbauten Zustand. Und der hat hier unten Rasten, die sind immer im Abstand von ungefähr 2 cm. Da könnt ihr das Ganze dann stufenlos verstellen, also von Anschlag. Da ist extra hier eine Ausbuchtung drin, damit das Teil hier reingeht. Also bis zum Anschlag könnt ihr es rausziehen bis, ich glaube, auf die allerletzte Raste. Das müsste irgendwie hier sein oder vielleicht noch ein Stückchen weiter. Da, genau, das ist die letzte. Also das sieht man hier, bevor es halt darin verschwindet. Hier hakt immer dieser kleine Raster auf zwei Seiten ein. Und ihr habt halt, wie gesagt, hier diese verschiedenen Rasterpunkte. Also man hat danach immer noch zwar ein kleines bisschen kürzer als der Original-Schubschaft, der drauf ist, aber absolut ausreichend. Wie gesagt, man will ja eine Kommando-Edition haben, also das Ganze soll ja möglichst kurz sein und kompakt. Und dafür ist das Teil ideal, ist also wirklich super und sieht auch einfach rattenscharf aus an der HK416. So, jetzt zeige ich euch mal schnell, wie man den montiert, weil das ja viele Leute auch immer interessiert. Und da dachte ich mir, ich mache einfach mal zwei Videos in einem. Und statt das gesondert zu machen, dann sieht gleich jeder, wie das funktioniert. Hier ist ja die HK416, die kennt ja jeder. Und das ist eigentlich bei der relativ einfach. So, jetzt spinnt meine Kamera hier irgendwie. Ein bisschen Licht hier drauf geben. So. Und zwar ist es bei der eigentlich relativ simpel gemacht. Die hat ja hier hinten den Hinterschaft, den man abnehmen kann. Dazu wird einfach hier unten an dieser Lasche gezogen. Dann ist der unten. Übrigens auch mal eine Sache, die nicht so viele wissen. Man kann hier dieses Endstück seitlich abdrehen, um hinten an die Teile rankommen. Man könnte hier zum Beispiel Ersatzakkus für Taschenlampen oder so. Oder ja, was ich alle möglichen Werkzeuge, Imbusse und so ein Zeug drin verstauen. So, das wollte ich nur mal zeigen. Wissen nämlich auch nicht viele von diesem kleinen, in Anführungsstrichen, Geheimfach, was hinten in dem Originalschaft drin ist. So, bei der HK416 ist es so, dass die Tube hinten offen ist. Bei der TM4 und bei der TM4 RIS ist das Ganze geschlossen. Da müsste man eigentlich hier noch eine Abdeckung abmachen. Finde ich natürlich ein bisschen schade, hatte ich schon gesagt, dass das nicht mit drauf gemacht wurde. Aber gut, da haben die halt gespart. So, da nehmt ihr euch einen möglichst langen Imbus. Da ist nämlich in der Mitte unten eine kleine Schraube. Die ist immer so ein bisschen blöd zu treffen. Aber wenn man die einmal hat, geht das eigentlich recht einfach. So, das dreht ihr dann los. Und dann kommt euch die ganze Stocktube entgegen mit allem drum und dran. So, dreh, dreh, dreh. Das müsste eigentlich schon reichen. Nee, noch nicht. Eine Sekunde. So, ich muss mal einmal hier reingucken. So, jetzt. Jetzt habe ich es. Ist am Anfang immer ein bisschen gefummelt, aber wenn man sich da einmal durchgearbeitet hat, geht das eigentlich ganz gut.
Das ist halt wichtig. Das Ding sitzt halt ziemlich tief drin im Gewinde. Das sind halt sehr lange Schrauben. Weil logischerweise, wenn das ausreißt, dann habt ihr echt ein massives Problem. So, hier ist jetzt wie gesagt die Stocktube. Da kommt diese Schraube raus mit diesem Stopper hier, der hinten in diese Buffer-Tube reinkommt. Ja, das ist Originalzeug, das könnt ihr dann zur Seite legen. Dann seht ihr hier hinten den, jetzt mal ein bisschen um, seht ihr, wie das aussieht, wenn hinten dieses Teil drauf ist, diese Plate hier, diese Backplate. Die muss auch noch runter. So, die können wir auch zur Seite legen. Und dann muss logischerweise hier diese neue drauf. Und wie ihr seht, ist das Ganze ziemlich eng von der Passung, damit das auch nicht irgendwie schlabbert oder wackelt, weil das natürlich blöd ist. Wenn ihr das Spiel habt, dann gibt das Riesenprobleme mit dem Schubschaft und dann verkratzt ihr euch die Waffe. Ist auch so eine kleine Anmerkung am Rand. Es gibt, also der Schubschaft ist wirklich für die HK416 gemacht worden. Also der ist nicht für die normale TM4 konzipiert. Wir haben natürlich auch rumgebastelt, um das dann an die TM4 ranzukriegen und haben das auch hingekriegt. Man muss halt dazu hier diese zwei Seitenteile ein bisschen ausbohren und man braucht noch andere Schrauben und ein paar andere, ein bisschen was muss noch verändert werden an dem Schaft. Deswegen werden wir, weil so viele Leute danach gefragt haben, auch separat im Shop so eine umgebaute Version anbieten für die TM4, für die normale. Allerdings habt ihr immer das Problem, dass die hier im Body anders sind. Ja? Also ihr habt wirklich hier bei der HK416 ist es hier wesentlich schlanker als bei der TM4, bei der normalen. Da ist das nämlich hier noch ein bisschen dicker, ein bisschen wulstiger. Und wenn ihr natürlich die Stangen dann nicht wirklich richtig einpasst, kann es passieren, dass ihr euch hier Kratzer holt. Selbst bei dem normalen Schubschaft jetzt für die HK416, der eigentlich dafür gedacht ist, kann es passieren. Seht ihr hier zum Beispiel, hier hatte ich es schon mal montiert gehabt. Da entstehen dann so ganz kleine Schlieren, können entstehen natürlich so kleine Schlieren. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Wie gesagt, das sollte jeder halt wissen, wenn er das an seine Waffe anbaut, dass er halt solche Schlieren da kriegen kann. So, wenn ihr das jetzt montiert habt, dann kommt der nächste Teil. Und zwar nehmt ihr euch erstmal den Schubschaft. Drückt diese beiden Klammern zusammen. Dann müsst ihr das da rauskriegen. Uap. Sekunde, das ist jetzt echt ein Gefummel, wenn es an der einen Seite immer festhängt. So, jetzt ist es ab. Ihr seht hier, so ist der aufgebaut. Also ganz simpel eigentlich. Genau wie beim Original auch. Und dann ist ganz wichtig, habt ihr hier unten eine kleine, ja, so eine kleine Lasche, wie soll ich sagen, so eine Feder dahinter, ein kleines Metallstück, das dafür da ist, das geht hier in diese Kerben rein. Das hört man auch, hört ihr gleich, wie das einrastet. So, da sind mehrere Kerben, damit das Ganze hier fest sitzt. Das müsst ihr beim Abschrauben zurückdrücken, sonst kriegt ihr das nicht auf. So, jetzt wird das Ganze alles abgeschraubt. Aufpassen, dabei kommt, euch ein bisschen was entgegen. Da müsst ihr keine Angst haben, das ist nicht schlimm. Da ist einmal hier diese Endkappe, dann hier diese kleine... Na, dieser kleine Stift mit dieser Mutter, mit diesem Teller, Unterlegscheibe sozusagen, so eine Art Unterlegscheibe. Dann ist hier eine kleine Feder drin. Weil normalerweise ist ja hier bei dem originalen HK416 ist ja hier diese Dämpferstange. Die ist ja bei der HK416 als RAM ja nicht da. Deswegen musste das alles ein bisschen umgestaltet werden. Und ihr habt auch eine spezielle Edelstahlschraube hier, die extra angefertigt wurde jetzt für dieses Teil noch unter anderem. Um das Ganze gängig zu machen und dann halt noch ein paar Drehteile und so weiter. Das ist halt alles ein bisschen nervig gewesen, aber wir haben es, wie gesagt, zum Laufen gekriegt. Also ist ja am Ende direkt eigentlich alles, was zählt. Entschuldigung. So, also so sieht das leer aus, das Gehäuse. Und ihr seht auch schon vorne, hier sind diese Nuten schon eingefräst worden, damit das Ganze zentriert passt. Das sind Adapterstücke, die rein müssen. Einer kommt so rein. Einer kommt so rein. Die sind eigentlich beim Auseinanderbauen. Entschuldigung, schon fertig eingebaut. Da müsst ihr eigentlich nichts dran machen. Also einfach nur aufschrauben. Ihr habt das nur, ich wollte es euch nur mal zeigen. Die Teile bitte drin lassen, weil die braucht ihr, sonst passt das nicht. Also ist alles aufeinander abgestimmt, damit ihr hier nicht das Innengewinde kaputt macht. Das ist nämlich extrem gefährlich. Wenn ihr das Gewinde schrottet, dann habt ihr echt ein Problem, weil das ist nämlich im Body der Waffe. Und dann ist die Waffe Schrott. Also da müsst ihr extrem aufpassen. Das ist ein Feingewinde. Da bitte wirklich sanft und vorsichtig arbeiten. Also ganz wichtig, bevor ihr den Schaft montiert, wir haben also schon von Werk aus alle Schrauben zurückdrehen lassen hier. Falls ihr aber aus irgendeinem Grund eine haben solltet, wo die Schraube vorne ist, die ganz bis nach hinten auf dem Anschlag drehen. Und wichtig ist, diese Nut muss auf dieser Seite sein, also auf der hinteren Seite, Richtung Schaft zeigend, nicht nach vorne. Ja, also das, so muss er sein im einbaufähigen Zustand. Dann steckt ihr das hier hinten drauf.
dann ist es schon, sagen wir mal, in Anführungsstrichen vorzentriert. So, jetzt wird es kompliziert mit nur zwei Händen. Jetzt kommt die lange Schraube rein. Und ihr merkt dann auch schon, ihr könnt das erstmal mit der Hand vorsichtig einfädeln. Das ist ganz wichtig, nicht, dass ihr das mit großer Gewalt oder irgendwas arbeitet. Ihr seht das auch hier, wie die Schraube halt greift. Wichtig ist, dass das Teil halt erstmal drin sitzt. Da braucht ihr erstmal noch gar nichts machen. Dann nehmt ihr euch einen Imbusschlüssel. Das ist derselbe wie der von der Original TM4 Schulterstütze. Und dreht dieses Teil komplett rein. Es ist wirklich wichtig, dass ihr das vorsichtig macht, sehr sorgfältig. Die Schraube ist zwar so konzipiert, dass sie das Gewinde eigentlich nicht zerstört, aber bitte aufpassen, ist immer eine ganz heikle Geschichte. Also da mit sehr viel Sorgfalt und Liebe. Ihr merkt auch jetzt zum Beispiel, wird es langsam einfacher, weil das Gewinde hier ist ein Stück länger und dann hört das irgendwann innen drin im Gehäuse auf. Da kommt dann ein Hohlraum und wenn ihr den überwunden habt, das merkt ihr, dann wird es leichter, dann ist alles gut. So, jetzt zieht sich das alles an. Ich schraube das jetzt mal fest. So, jetzt kommt langsam Zug drauf und da auch bitte nur handfest. Also so, dass es handfest angezogen ist. Das wackelt hier noch ein bisschen, das stört aber niemanden. Wichtig ist nur, dass das erstmal zentriert ist und erstmal fest aufsitzt. Jetzt kommt der nächste Punkt und zwar kommt dieser Gegenring, der kommt jetzt ins Spiel, damit es aufhört zu schlappern. Den schraubt ihr jetzt mit der Hand da dran. Ideal wäre natürlich, wenn ihr jetzt ein Wrench-Tool hättet. Das sieht so aus. Das gibt es auch bei uns im Shop. Das könnt ihr aber, müsst ihr nicht kaufen. Wie gesagt, ihr könnt auch, entweder habt ihr jemanden, der euch eins leiht oder ihr versucht das irgendwie anders zu machen mit einer Zange. Ist natürlich nicht so schön. Hier ist halt ideal, weil das natürlich hier drauf passt. Dann könnt ihr das nämlich schön ansetzen und anziehen, ohne dass ihr irgendwas verkratzt oder kaputt macht. Da auch wieder mit normaler Kraft anziehen, nicht zu heftig. Immer ein bisschen mit Gefühl. Ja, ihr habt einen mega Hebel mit dem Teil. Ich meine, guckt euch den riesen Schlüssel mal an. Aber den kann man wirklich gut gebrauchen und dann sitzt das echt bombenfest hier hinten. Wichtig ist, dass das alles hier ordentlich fest ist, damit die Zentrierung so gut wie möglich ist, damit ihr so wenig wie möglich Spiel habt bei dem Schaft. So, jetzt haben wir das Ganze schon mal montiert, das war jetzt relativ simpel, da ist schon, ihr seid schon fast fertig. Jetzt braucht ihr nur noch die Kappe hier und die Feder. Bei der Kappe ist ganz wichtig, da ist innen drin eine Ausbuchtung. Jetzt seht ihr hier diese kleine Mutter. Und die hat zwei Seiten. Die hat einmal eine flache Seite und einmal eine, die eingekerbt ist. Und die eingekerbte Seite, die muss nach oben. Und dann braucht ihr hier dieses kleine Teilchen. Das hat hier auch so ein Sprengring dran. Und der Sprengring, der verhindert, dass dieser Stift hier durchgeht. Und später setzt dann hier die Feder an. Und die hält das Ganze auf Spannung. Es ist nicht wichtig. Ihr könnt es auch draußen lassen. Wir haben uns nur gedacht, naja, für die Optik und so sieht einfach cooler aus. Deswegen lassen wir es drin. Und jetzt müsst ihr halt dieses Teil so reinstecken. Wupp, jetzt fällt mir hier alles runter. Also erst den kleinen Bolzen. So, Gott sei Dank habe ich so kleine Hände. Oh. Also erst den Bolzen, dann mit der Seite nach unten, also mit der eingefrästen nach unten, die Scheibe drauflegen. Dann müsst ihr hier die Feder einlegen. So, und dann ein bisschen mit Gefühl. Das Ganze hier draufschrauben. Hier auch Feingewinde, bitte vorsichtig. Und jetzt kommt wieder der Punkt, wo das einrastet, hier an dieser kleinen Lasche. Die einfach zurückziehen, schrauben so weit wie es geht, dann merkt ihr schon. Und dann, wenn nichts mehr geht, zurück, bis es einrastet. Ja, mit dem Klick. Und jetzt merkt ihr, dass hier hinten eine Spannung drauf ist. Und dann sieht das aus wie beim Original. Ziemlich abgefahren. So, jetzt ist das schon mal drauf. Das Schlimmste habt ihr geschafft. Jetzt kommt nur noch die Schulterstütze hinten rein. Die muss einfach nur eingehängt werden. Die könnt ihr mit den Fingern ruhig ein bisschen auseinanderdrücken. Wir haben das zwar alles schon voreingeölt, aber besser wäre es auch nochmal alles nochmal einölen und fetten den ganzen Kram, damit das besser hält. Das ist hier immer so eine riesen Gefummel, bis man das drin hat. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Hier unten muss das in diese Führung rein. So, jetzt verdecke ich hier alles. Sekunde, immer mal umgreifen. Das ist nämlich anfänglich immer extrem starr, das Ganze, wenn das neu ist. Man muss das halt alles zusammendrücken. Eine Sekunde. So, jetzt müssen wir an dieser Stelle eigentlich eine Wartemusik einspielen. So, ich hab's. Ich wollte jetzt nur nichts verkratzen, deswegen mache ich es jetzt mal vorsichtig. So, das habt ihr einfach mal kurz weiß gehabt. Okay, also so sieht das aus, wenn es montiert ist. Es muss halt hier in diese Laschen halt reinrutschen.
Es ging jetzt eben durch die Kamera ein bisschen schwer. Deswegen habe ich es ein Stück zur Seite, dass ich es besser sehen konnte. Und ihr seht halt, das passt jetzt hier wirklich ziemlich genau. Also von den Passungen ist das wahnsinnig eng. Aber so soll es ja sein. Das soll ja nicht klappern oder schlappern, dass man euch schon von Weitem hört, wenn ihr kommt. Also ihr merkt, man hört hier gar nichts mehr. Das ist jetzt nur ganz normal hinten die kleine Feder, die diesen Schaft, wenn ihr ihn einschiebt, dann quasi abfängt. Das ist okay, das ist nicht schlimm. Ihr könnt das also auch mit Gewalt reinschieben, da passiert jetzt gar nichts mehr. Und es geht bis hier vor. Also ihr seht, mehr Spielraum wäre nicht gewesen. Also vielleicht noch einen Klick mehr, aber so ist es halt eigentlich besser. Wir haben gesagt, so ist eigentlich die optimale Länge. Und so sieht es auch richtig schick aus. Und wenn ihr das jetzt wieder verstellen wollt, müsst ihr einfach nur hier hinten drücken und dann könnt ihr das rausziehen in die verschiedenen Positionen, die ihr halt haben wollt. Und andersrum wieder, wenn ihr es zusammen machen wollt, dann wieder einlegen. Ich lege es mal ein bisschen weiter besser hin, dass man meinen Ganzen sieht. Die Hacker 416, die ist so lang, kann man das gar nicht komplett zeigen eigentlich. Also ich nicht, zumindest hier müsste ich die Kamera wesentlich höher machen. Ich kann es ja mal ein Stück hochdrehen. Mal gucken, ob man es dann ein bisschen besser sieht. So. Das ist eigentlich ganz nett. So, jetzt sieht man das. Also es sieht wirklich schick aus. Ja, und es passt halt komplett zu der Optik der Waffe. Und es gibt die ja, wie gesagt, im Originalen auch so. Und gut, da hat sie normalerweise einen kürzeren Lauf, ein bisschen anderes Riss, aber das ist ja wurscht. Jetzt für unsere Zwecke, gerade wenn man der CQC oder irgendwelche Sachen spielt und das möglichst kompakt haben möchte und halt die Option haben möchte, lang und kurz, ist halt der Schubschaft eine tolle Möglichkeit. Also wie gesagt, der Schubschaft ist für die HK416 gebaut. Also der ist nicht für die TM4, für die normale. Ich habe jetzt hier trotzdem mal, um euch mal zu zeigen, wie das aussehen kann, meine umgebaute TM4 mit einem Prototypen von diesem Schaft. Da seht ihr also auch, wie das normalerweise aussieht. So. Der hat halt andere Passungen, das ist das Problem. Deswegen muss man den halt hier ausbohren, muss ein paar Kleinigkeiten verändern. Das ist eine andere Schraube, eine andere Aufnahme, aber vom Prinzip her ist es eigentlich der gleiche Schaft. Das heißt, wenn ihr das an eure TM4 montieren wollt, machen wir noch einen separaten Artikel im Shop. Da bitte darauf achten, wenn ihr den kauft. Ihr könnt sicherlich den HK416 dann wieder irgendwann umfummeln auf TM4, aber ich würde es echt nicht empfehlen. Also besser ist, wenn ihr jeweils für die Waffe, die ihr braucht, den Schaft auch dafür auch kauft. Sonst müsste man irgendwie die Teile einzeln irgendwie bekommen. Aber gut, wir können euch da irgendwie helfen. Wenn irgendwas ist, ruft an. Aber achtet bitte darauf, es gibt wie gesagt zwei Versionen. Das hier ist jetzt nur zu groß beschriftet, das war, weil es ein Prototyp ist. Wenn ihr einen bestellt, auch für die TM4, dann sieht der so aus wie der hier. Das ist unser fertiges Produkt, auch vom Finish, alles, die Farben und so weiter. Das ist komplett so, wie ihr den bekommt. Ja, das war wie gesagt unser HK416 Schubschaft. Ist bei uns im Shop. Wir haben jetzt einige ablagert, die kommen dann sukzessive aus der Produktion, immer in kleineren Chargen. Also wer einen haben möchte, beeilen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das gefällt. Wenn ihr mehr solche Sachen haben wollt, sagt uns Bescheid. Wir bringen jetzt in Kürze auch noch einige 3D-Druck-Produkte raus, wo wir einige Kleinigkeiten hier anfangen zu adaptieren, weil wir uns jetzt auch mit diesem Thema 3D-Druck extrem beschäftigt haben. Dazu später dann mehr oder sagen wir mal in der nächsten Review, da werde ich euch dann mal einige Sachen vorstellen, die wir da gerade am Basteln sind. Ansonsten, wenn noch irgendwelche Fragen sind, wie immer, bitte E-Mail schreiben, anrufen, könnt zu uns in den Laden kommen, die Sachen angucken, wir sind für euch da, meldet euch und wir freuen uns natürlich über Lob, Kritik, mehr über Lob als über Kritik ist logisch, aber aus Kritik lernt man auch. Ich bin da ja komplett entspannt, also wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder Dinge, die man ändern kann, sobald sie halt im Machbaren sind, dann sagt mir Bescheid. Ich freue mich. Alles klar, das war jetzt hier unser HK416 Schubschaft.